So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Pokémon Y Let's Plays mit mir, dem Regi. Und heute melde ich mich mal wieder aus dem Kampfhaus, denn im Kampfhaus ist etwas, worauf mich eine Person auf jeden Fall hingewiesen hat. Und zwar war das Raphael oder Raffaela. Ich weiß es jetzt nicht, ob Junge oder Mädchen. Ich kann das aus dem Namen leider nicht herauslesen. Tut mir leid, wenn ich da einen Fehler gemacht habe. Er hat mich nämlich darauf hingewiesen, dass ich doch vorher erstmal mindestens einen Kampf im Kampfhaus ausgetragen haben muss, damit wir etwas essentiell Wichtiges für die Post-Story freischalten. Also den Kampf im Kampfhaus habe ich jetzt schon ganz schnell gemacht. Ihr müsst aber wirklich nur einmal kämpfen, danach einfach auf Pause klicken und danach schaltet ihr nämlich schon etwas frei. Ich habe keine Ahnung, warum man vorher in das Kampfhaus gehen muss, aber wie wir in der letzten Episode gesehen haben, war Serena noch nicht da. Aber nachdem wir das im Kampfhaus dann erledigt haben, war sie da. So, und was hat sie denn so zu sagen? Hey Reggie, lass uns gegeneinander kämpfen und du wirst dein blaues Wunder erleben. Okay. Dann werden mein Pokémon-Team und ich dich mal gehörig in Staunen versetzen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was Serena uns zu bieten hat. Ob sie jetzt ein sechstes Pokémon hat oder... Oh mein Gott, sie hat ein sechstes Pokémon. Das ist doch schon mal eine kleine Weltpremiere, wie ich finde. So, das ist jetzt nämlich essentiell wichtig, damit es in der Post-Story weitergeht. Und ich wollte das schon in dieser Episode machen. Damit wir mal, damit wir das eigentlich aus der Welt geschafft haben und ich das nicht wieder vergesse. Und wir fangen an mit Psyogon gegen Dragoon. Jo, Dragoon kriegt den Bedroher raus, deswegen macht Mogelhieb nur noch 9 HP Schaden, was gar nichts ist, ne, also. Und daraufhin folgt dann halt eine Drachenklaue, die diesem Psyogon schon massig Schaden zufügen sollte, denke ich. Und, die Hälfte wäre eigentlich schon ganz gut. What? Ist ja gar nichts. Also Dragoon, da hast du mich jetzt schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, ne? Eieiei. Ich habe gerade irgendwie so ein Déjà-vu-Erlebnis. Das kommt mir schon so bekannt vor, wisst ihr das? Mann, ey, Dragoon ist so ein richtiges Crit-Opfer. Ohne Witz. Das wird von jedem Angriff gecrittet. Wenn es nicht bei 100%... Das hat so, glaube ich, so eine Hidden Ability, wisst ihr das? Irgendwie, wenn das Pokémon nicht bei 100% KP ist, dann ist jeder Treffer ein Crit. Irgendwie sowas in der Art. Und sie hat ein Pixie. Jo, gut, gegen Pixie habe ich nichts. Pixie ist ja in dieser Generation von Typen Fee. Ach, stopp, es ist von Typen Fee. Ah, ich sterbe, warum wechsle ich dann Logo rein? Das war jetzt nicht so gut. Egal. Einfach in die Megaform wechseln und Feuerfeger benutzen. Ach man, ich dachte jetzt wirklich irgendwie, wir könnten Himmelhieb benutzen. Ich war jetzt gerade noch in der 5. Gen hier und alles davor. Pre-6th Gen war ich jetzt gerade. Gedanklich. Eieiei, egal. Wir punchen dieses Pixie einfach mal weg mit einem Feuerfeger. Beziehungsweise wir kicken es weg und... Wow. Gesang. Are you serious? Das kann immer noch Gesang. Da haben wir doch irgendein Statusheilmittel. Bestimmt auf Aufwecker. Yo, 3 Stück haben wir noch da. Notfalls hätten wir sogar noch Full Heal gehabt. Aber Aufwecker, irgendwie muss das natürlich auch benutzt werden. Gefolgt von einer Mondgewalt, die jetzt natürlich neutral trifft. Und Pixie hat jetzt nicht wirklich einen niedrigen Spezialangriffswert. Und deswegen ist Mondgewalt auf jeden Fall eigentlich eine ganz gute Alternative gewesen. Aber gegen einen zweiten Feuerfeger kann selbst dieses Pixel nichts anrichten. Womit wir jetzt hier mal wieder locker fröhlich in Führung gehen. Wenn es nach kampffähigen Pokémon geht. So, Psyo Level 83. 63, Verzeihung. Und Flower Power Level 64. Harzer Level 66. Was ist da los? So, Temposchub. Ja, das ist irgendwie jetzt auf Fluss 3. Und Aquana. Nicht so gut. Wechsel einfach mal Psyo rein, weil Harzer ist schon auf Level 66 und Psyo ist auf Level 63 und dementsprechend. Ja, müssen wir Psyo ein bisschen trainieren. Und gegen 2-mal Donnerblitz maximal hat auch dieses Aquana nichts auszusetzen, egal wie bulky es ist. Okay, es könnte doch ein bisschen knapper werden als andere. Also die Hydro-Pumpe sollten wir eigentlich wegstecken können. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob der zweite Donnerblitz reicht vom Schaden her. Erreicht, super. Das war jetzt gut. Teilweise sogar ein bisschen knapp. So, Logik Level 68. Ja, irgendwie. Ja, mit dem EP-Teiler geht das alles so easy. Okay, gegen dieses Brigaron, was jetzt reinkommt, können wir wieder Logok reinwechseln. Ich meine, Sturzflug selbst ohne Step, es ist eine Vierfachschwäche. Und bei Logoks Angriff sollte Sturzflug auf jeden Fall ein K.O. sein. Ich meine, Vierfachschwächen sind nie zu unterschätzen. Und deswegen, ja, bye-bye Sturzflug. Das heißt, glaube ich, K.O. für Brigaron. Warum? Ich bin doch nur dick. Kann doch nicht sein, sowas. Ja, sorry, Brigaron, aber so ist das Leben manchmal. So, Temposchub wird wieder aktiv. Und was haut sie denn sonst noch für Pokémon raus? Altaria. Hm.
Ja, bei Altaria haben wir gelernt, dass man auf jeden Fall mit allem bei diesem Pokémon rechnen muss, selbst wenn es einem Eistrahl standhält. Hätten wir jetzt natürlich Wandlungskunst, dann könnt ihr dieses Altaria einpacken. Aber ohne Wandlungskunst ist so ein Non-Step-Eistrahl selbst bei solchen Drachen wie Altaria nicht immer ein K.O. Schauen wir mal. Ne, es reicht wieder nicht. Stattdessen kassieren wir hier einen Zauberschein. Aber immer besser als eine Mondgewalt. Zauberschein ist nämlich nicht so stark wie Mondgewalt. So, Eisstrahl zum zweiten und das sollte doch jetzt ausreichen. Und wir sehen schon, der Kampf ist an sich eigentlich, ja, schon ein bisschen fordernd. Ich meine, wir haben ja wahrscheinlich auch ein bisschen Glück bei den Damage Rolls bekommen. Hier, beispielsweise bei Aquana. Aber ihr letztes Pokémon, was hier reinwechselt, ist Absol. Okay, da wechseln wir jetzt nämlich unser Flower Power ein. Flower Power! Und ich schicke hier Absol rein. Absurd vom Typ Unlicht. Das kriegt jetzt eine Mondgewalt. Und was ist das? Ein Absol-Need, den sie da gegen uns benutzt. Und ihr Absol wird zum Mega-Absol. Wer hätte das gedacht? Eieiei. Ja, Mega-Absol ist eigentlich ein ganz gutes Pokémon. Strategisch nicht so brauchbar wie viele andere Megas, aber es ist eigentlich schon ganz cool. Hält natürlich immer noch in seiner Form nichts aus, aber es ist nicht schlecht. Ja, und sie hat jetzt die Mega-Entwicklung anscheinend gemeistert. Ich werde herausfinden, was deine Stärken sind und auch aus meiner Niederlage lernen. Wir sind natürlich der Styler-Meiler schlechthin mit unserer Panda-Gro-Mütze. Ja, geil. Hier, Richie, das ist für dich. Regierheld Absol-Need. Nice, freut mich. Ich habe zwei Absol-Need-Steine gefunden, aber ich teile sie mit dir. Hoffentlich lindert dies den von Floridelis gefühlten Schmerz ein wenig. Ich soll dir von Professor Platin ausrichten, dass es ihm offenbar gelungen ist, das Geheimnis um Megaring und Megastein teilweise zu lüften. Es dürfte sich wohl bei der Sonnenuhr in Flux der City auf dich warten. So, Sonnenuhr in Fluxia City. Da begeben wir uns jetzt auch hin. Ich hatte ja eigentlich erst angekündigt, dass wir die Megasteine machen, aber die legendären Pokémon. So viele legendäre Pokémon sind das aber an sich nicht. Und dementsprechend denke ich, dass wir jetzt erstmal noch, ja, diesen kleinen Side-Quest erfüllen können, wie ich finde. So, der hat ja nämlich gesagt, Professor Platan ist in Fluxia City. Und in Fluxia City müssen wir uns jetzt nämlich zur Sonnenuhr begeben. Denn in wäre hier nicht... Ja doch. Bei der Sonnenuhr hält sich der Professor auf, wie wir hier sehen. Hallo, Reggie. Groß und quer durch Galos zu reisen geht schon an die Substanz, nicht wahr? Ich rechne es dir auch an, dass du diese Strapazen für mich auf dich nimmst. Serena hat dir sicher schon davon erzählt, dass ich einen Weg gefunden habe, die Kraft des Megarings zu verstärken. Doch zuerst eine kleine Einführung in das Thema Megasteine. Du fragst dich sicher, wo sie herstammen. Nun, das ist zwar nur eine Vermutung, aber ich nehme an, dass es sich dabei um besondere Steine handelt, die vor 3000 Jahren mit den Strahlen der ultimativen Waffe in Berührung gekommen sind. Sie tragen also die Macht des legendären Pokémon Yveltal in sich. Das ist zumindest meine Theorie zu den Megasteinen. Möglicherweise haben wir es hier mit einer neuen Form von Entwicklungsstein zu tun. Was es mit dem Megaring auf sich hat, möchtest du wissen? Nun ja, er ist mit einem außergewöhnlichen Stein besetzt, der die Gefühle zu dem Pokémon in einer besonderen Form von Energiewellen umwandelt. Damit ähnelt er der Sonne nur ihr, denn sie wandelt das Licht der Sonne in eine mysteriöse Form von Energie um. Jeden Abend um 20 Uhr gibt die Sonne nur von Fluxia für genau eine Stunde gebündeltes Sonnenlicht ab. Seit nunmehr 3000 Jahren ragt dieses geheimnisvolle Bauwerk ihr schon empor. Der Zusammenhang zwischen ihm und dem Megaring liegt jedoch völlig im Dunkeln. Hey Reggie, los, fass mal die Sonnenuhr an. Touch it. Du würdest in der Geheimbasis der Energie des legendären Pokémon ausgesetzt und dein Megaring hat das Licht der Sonnenuhr absorbiert. Beide Kräfte sind nun in deinem Megaring vereint. Wenn du jetzt in die Nähe eines im Boden versteckten Megasteins kommst, sollte er eine Reaktion zeigen. Allerdings nur, solange die Sonnenuhr gebündelte Strahlen aussendet. Jetzt kannst du ganz Galos nach diesen besonderen Steinen absuchen. Ja, ihr habt's gehört, meine Freunde. Wir können jetzt ganz Carlos nach diesem besonderen Stein absuchen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie spät es gerade in-game ist. Ich glaube, es ist noch nicht. Oder wir haben nicht die benötigte Zeit. Sprich zwischen 20 und 21 Uhr. Denn nur zu dieser Zeit kann man die Megasteine finden. Aber um die Megasteine geht's in der heutigen Episode nicht nur.
Wir haben jetzt nämlich doch noch ein legendäres Pokémon zu fangen. Und welches das sein wird, werden wir gleich sehen. Die Megasteine werden wir aber trotzdem noch, die werden wir uns trotzdem noch besorgen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es gibt dann nur, ich werde glaube ich einen einzelnen separaten Part zu machen, wo wir dann die Megasteine alle einzeln suchen. Es gibt dann nämlich einige von denen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sogar zweistellig viele sind. Also im zweistelligen Bereich. Könnte sein, ich bin mir da aber nicht sicher. Aber wir werden einfach mal schauen, was wir da so im Laufe der letzten Parts vom Pokémon Y noch alles finden werden. Das erste, was wir jetzt nämlich machen werden, ist uns ein legendäres Pokémon zu finden. Denn wie wir gesehen haben, ist im Pokémon-Dorf nämlich etwas los. Im Pokémon-Dorf gibt es jetzt nämlich nicht mehr diesen lästigen Trainer, der uns nicht in diese eine Höhle lassen wollte. Und deswegen begeben wir uns jetzt Richtung Pokémon-Dorf und werden dann hoffentlich die Bühne rocken. Die Bude rocken. So, bin mir gar nicht mehr sicher, wo es hier genau lang geht. Ne, das ist falsch. Ich glaube hier rechts und dann runter. Genau, hier ging es lang. Wenn man die Spiele jetzt schon relativ oft gespielt hat, dann hat man die Maps auch zwischendurch immer im Kopf. Ich meine, wir sind jetzt schon draußen, wir sind jetzt im Pokémon-Dorf. So, da geht es jetzt nämlich lang. Ich möchte jetzt ungern gegen diese Pokémon hier kämpfen. Verdammt, ein Encounter. Aber wir müssen das anscheinend. Und hier gibt es Dittos. Ja, also wer sich ein Ditto fangen will zur Zucht, kann sich hier ein Ditto fangen. Ansonsten gibt es natürlich noch die Ditto-Safari, die heiß begehrt sind. Ich habe leider auch nur eine Person mit einer Ditto-Safari in meinem Dex. Und abgesehen davon habe ich schon ein perfektes Ditto. Sprich mit 6 DVs RNG aus der 5. Gen. Und dementsprechend, ja, brauche ich da keine Ditto-Farm an sich mehr. So. Wir waren, glaube ich, auch noch gar nicht auf diesem Wasserfall oben. Wir haben ja erstmal waren wir im Dorf und dann waren wir in der 8. Arena. Weiß auch gar nicht, ob es irgendwas Interessantes gibt. Oder irgendwas von Belang. Ah, hier gibt es TM. TM 29 Psychokinese gibt es hier. Auf jeden Fall nicht schlecht. Einer der besseren TMs. Und wenn nicht sogar der beste, ja, Psycho-Move überhaupt. Vom Schaden her. Weil den es als TM gibt, wohlgemerkt. Es gibt natürlich deutlich stärkere. Aber von der TM her ist, glaube ich, Psychokinese so der solideste. So, wie wir sehen, gibt es hier jetzt einen kleinen Durchgang. Und dort werden wir uns jetzt auch reinbegeben. Der Geheimdungeon. Und wer den Geheimdungeon aus der 2. Gen kennt, der weiß, welches Pokémon sich hier befindet. Es ist nämlich ein... Was ist das denn? Was ist das? Oh mein Gott. Leute. Mewtwo. Ja, und gegen dieses Mewtwo. Ja, habe ich jetzt auch nichts an sich auszusetzen, aber wir werden uns jetzt dieses Mewtwo hoffentlich fangen. Auch wenn es ein sehr nerviges Pokémon sein wird zu fangen, denn es beherrscht Genesung. Und das erste, was wir machen werden, ist dieses Mewtwo zu paralysieren. So, jetzt benutzt Barriere und steigert schon mal seine Verteidigung sehr stark, was ich gar nicht gut finde. Denn so macht es uns nur schwieriger, es zu schwächen. Ist egal. Paralysiert ist es, das heißt, von der Paralyse wird es jetzt nicht mehr los. Und jetzt hauen wir einfach mal ein paar Madonna-Blitz drauf. Und es greift mit Psychokinese an. Ich glaube, das reicht sogar, um Psy zu besiegen. Schatz, was ist da los mit dir? Nice. Gefällt mir. So, ein zweiter Donnerblitz sollte die Mewtwo auf 50% bringen. Ach, weißt du was? Du kannst mich am Arsch lecken, Mewtwo. Okay, es hält sich noch nicht voll. Das ist gut. Aber es ist natürlich trotzdem nervig. Ich hasse es, Pokémon mit Beleber, Erholung und Wasser immer zu fangen. Alter, hör doch mal auf damit. Ich weiß auch gar nicht, wie es mit der Fangrate von diesem Mewtwo in der 6. Gen aussieht. Aber sonderlich schwer zu fangen war es, glaube ich, nicht. Sag mal, geht's dir gut, Mewtwo? Willst du uns jetzt hier trollen wie sonst was? Wir haben jetzt gleich nicht mal Donnerblitz-AP mehr. Wir haben nur noch 5 Donnerblitz-AP nach diesem Donnerblitz. Psychokinese und jetzt gehen wir down. Okay. War zu erwarten, ist aber auch gar kein Problem. Denn die Pflicht von Psyo ist erfüllt. So, als nächstes holen wir mal... Flower Power. Flower Power sollte diesem Mewtwo eigentlich ganz gut entgegensetzen. Und Moonblast sollte dieses Mewtwo zudem auch noch ganz gut schwächen können. Notfalls können wir natürlich noch den Spezialangriff von Mewtwo senken. Was es natürlich einfacher macht zu fangen. So, Psychokinese sollte nicht allzu viel machen. Ja gut, okay. Wenn man in Betracht sieht, dass es einfach ein Mewtwo ist, dann war das nicht so mega viel. Ich glaube, ein Energieball sollte dieses Mewtwo aushalten. Ja, also...
wenn es jetzt besiegt wird, ist es auch nicht so tragisch. Ich habe nämlich schon... habe ich das jetzt gerade echt besiegt, das Mewtwo? Kann ich das auch fangen? Mewtwo ist eine... Krass. So, was ist denn jetzt, wenn ich rausgehe und wieder reingehe? Ich möchte diesen Part nicht ungern nochmal von neu starten. Ist er dann wieder da? Nö. Ja, wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir ihn gespeichert hätten. Ich habe aber schon genug Mewtwos. Diese Episode dient natürlich nur, oder hat nur natürlich nur gedient, damit ich euch mal zeige, ja, wie man Mewtwo fängt. Mewtwo gibt es hier. Wenn man einen Mewtwo auch noch gefangen hat, gibt es den Mewtwo Need X oder den Mewtwo Need Y. Je nachdem, welche Edition ihr habt. Und ja, ich würde sagen, nach diesem kleinen Fail am Ende, ja, vielen lieben Dank für Zugucken, meine Freunde. Haut rein, was gut. Bis bald und ciao. Ja, Shop, wenn euch die Episode gefallen hat, dann gebt natürlich noch einen Daumen hoch. Für diesen Fail vor allen Dingen. Und bis dahin, haut rein, was gut und ciao. Euer Rigi.